Regionale Produkte kaufen, weniger Fleisch essen, Plastik vermeiden, mit den Öffis fahren oder vielleicht demonstrieren. Viele von uns leisten unterschiedliche Beiträge zum Klimaschutz und auch Unternehmen wie die Allianz können eine wichtige Rolle spielen und aktiv zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Wie Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aussieht, das klären wir in den nächsten rund 10 Minuten. Versicherungsplauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst? Ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei. Dein Podcast mit Wissen to go. Direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr euch mal durch den Insta-Account scrollt, dann seid ihr bestimmt, wie ich auch schon, beim ein oder anderen Nachhaltigkeits-Influencer hängen geblieben, oder? Also irgendwie hat man das Gefühl, dass mittlerweile doch alles nachhaltig ist. Kleidung, Lebensmittel, Waschmittel, Kosmetika, Büromaterial, einfach alles. Aber Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trendwort. Es ist die Notwendigkeit für die Zukunft unseres Planeten. 2015 haben die Vereinten Nationen ja die Agenda 2030 verabschiedet und sich für eine bessere Zukunft verpflichtet. Und wir alle tragen die Verantwortung dafür. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, letztendlich jeder bzw. jede von uns. Auch die Unternehmen leisten ihren Beitrag. Die Allianz zum Beispiel verfolgt einen gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Was steckt denn dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit Corinna von der Allianz. Hallo Corinna. Hallo Axel. Schön wieder dabei zu sein. Herzlich willkommen auch an alle, die uns draußen zuhören. Corinna, was verstehst du eigentlich unter Nachhaltigkeit? Ich glaube, da müssen wir erstmal losdefinieren, oder? Ja, genau. Also es gibt eine Unmenge an Definitionen. Ich fange, glaube ich, mal damit an, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Für uns bedeutet es mehr als nur etwas für Umweltschutz, fürs Klima oder für die Förderung alternativer Energien zu tun. Mhm. Nachhaltigkeit bedeutet auch soziales Engagement, Mitarbeiterentwicklung und gute Unternehmensführung. Also und diese Themen werden zusammengefasst unter der Abkürzung ESG. Und dieses ESG bildet auch die Nachhaltigkeitsstrategie der Allianz. Dann lass uns da gleich einhaken. Also ein paar von euch haben es sicher schon gehört, ESG oder deutsch gesprochen ESG, drei Buchstaben, die aber ganz viel beinhalten. Also was steckt dahinter? Wie sieht das in der Praxis bei der Allianz aus? Also ESG ist eine kleine englische Abkürzung. Es steht für Environmental, Social und Governance. Und diese drei Schlagworte dienen dazu, dass die Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit griffiger machen können. Okay. ESG steht also für die großen Ziele und Herausforderungen unserer Zeit. Also das heißt für den Schutz unserer Umwelt und des Klimas, für die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und für die Gewährleistung einer soliden und nachhaltigen Unternehmensführung. So, und das ist der Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, da würden andere Podcasts jetzt Schluss machen. Nee, wir lassen euch da nicht an der Oberfläche. Wir gehen das jetzt mal durch, das ist Wissen, das könnt ihr generell brauchen, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Also, E wie Environment. Was macht ihr denn für die Umwelt? Na, eine ganze Menge. Die Allianz will zum Beispiel bis 2050 klimaneutral sein. Wir haben uns verpflichtet, die CO2-Emissionen unseres Anlageportfolios schrittweise bis 2050 auf Netto Null zu reduzieren. Wow. Das heißt, wir investieren in Unternehmen, die den CO2-Ausstoß senken und in Projekte, die den Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Kannst du da auch mal, um es noch greifbarer zu machen, ein Beispiel raushauen, Corinna? Ich habe sogar eine ganze Menge Beispiele dabei. Sehr gut. Also zum einen haben wir Investitionen in Infrastrukturprojekte. Also wir investieren zum Beispiel in den Glasfaserausbau und wir haben auch Investitionen wie zum Beispiel in den Abwasserkanal Thames Tideway Tunnel in London. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Investments, zum Beispiel die Waldinvestments. Denn nachhaltig erwirtschaftetes Holz bietet die Möglichkeit, CO2-intensive Materialien durch diese nachhaltige und auch erneuerbare Ressource zu ersetzen. Mhm. So wird beispielsweise im Baugewerbe Zement und Stahl immer stärker durch Holz ersetzt. Und wir verfolgen unser Ziel, klimaneutral zu sein, auch damit, dass wir immer mehr in erneuerbare Energien, also in Wind und Solarparks investieren. Investitionen in erneuerbare Energien. Das ist super, zumal die fossilen Energien ja abgelöst werden sollen und Atomstrom in Deutschland keine Alternative ist. Aber um es noch plakativer zu machen, was kommt am Ende raus?
Am Ende kommt raus, dass wir mit den knapp 100 Wind- und Solarparks in Europa jährlich eine Leistung von sage und schreibe rund 2,5 Gigawatt erzeugen. Mhm. Und das reicht aus, um über 760.000 durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalte zu versorgen. Also eine ganze Menge eigentlich. Absolut. Die Emissionen, die wir dadurch einsparen, entsprechen ca. 880.000 Hin- und Rückflügen von Frankfurt nach Mallorca. Mhm. Und je mehr Investitionen in die Technologien und Nachhaltigkeitsprojekte fließen, desto eher kann man den Klimawandel beeinflussen und eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen. Also somit haben wir alle mehr davon. Super Beispiele. Das könnt ihr gerne euch mitnehmen aus diesem Podcast und weitererzählen, was das heißt. Gerade hier Malleflüge hin und her, dann kann man sich's vorstellen. Wir sind immer noch beim E wie Environment. S und G fehlen noch. Dann lass uns die noch kurz anschauen, Corinna. Genau. Also S steht für Social, wie du ja vorher schon gesagt hast. Mhm. Und hier unterstützen wir zum Beispiel gemeinnütziges Engagement. Also zum Beispiel in der Allianz Stiftung für Kinder. Aber wir unterstützen auch eben die Initiativen Equal Pay und Equal Pension. Ich erinnere mich, darüber haben wir auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Equal Pension. Hört gern mal rein, findet ihr in der Liste in unseren alten Folgen, wenn euch das Thema interessiert. Denn so ungerecht das ist, Frauen bekommen immer noch weniger Rente als Männer. So, damit haben wir das E oder I, das S, fehlt uns noch das G bzw. G. Genau. Also zum G für Governance kann ich Folgendes sagen. Wir von der Allianz engagieren uns für Unternehmensführung mit Vertrauen, gegen Korruption und auf allen Ebenen für Transparenz. Also Klimaschutz, Fairness und Transparenz bedeutet für die Wirtschaft eher Stabilität und für die Vorsorge Zukunft. Mhm. ESG, kann man also sagen, umfasst wesentliche Bereiche der Agenda 2030, die wir am Anfang des Podcasts kurz angesprochen haben, oder? Genau. Also mit dieser ESG-Strategie integrieren wir die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren erfolgreich in den gesamten Investmentprozess. Und dabei stehen die Bereiche Transformation, Rendite und Erfahrung stark in unserem Fokus. Also ich liebe ja so kurze Schlagwörter, aber bitte Corinna, ja, ich weiß, es klingt immer richtig kompetent, aber kannst du das bitte für Normalos kurz übersetzen? Genau, also die Wirtschaft verändert sich ja und für den Klimaschutz begleiten und unterstützen wir diese Veränderung. Mhm. Denn der Klimawandel ist ja für uns alle das drängendste Risiko für das Wohlbefinden unserer Kunden. Und deshalb ergreifen wir viele Maßnahmen, um diesen Klimawandel einzudämmen und die Anpassung an den Klimawandel gleichzeitig auch zu unterstützen. Okay, und das heißt, für eure Kunden ist es eine Win-Win-Situation? Ja, das ist eigentlich unser Ziel. Denn für uns gehören Rendite und Nachhaltigkeit zusammen. Wenn wir euch über Jahrzehnte begleiten, dann wollen wir das auch in den Kapitalanlagen widerspiegeln und diese langfristig und wertstabil anlegen. Hierbei spielen auch ökologische und soziale Faktoren eine zentrale Rolle, weil aus unserer Sicht davon natürlich auch abhängt, ob ein Investment in Zukunft noch werthaltig ist. Und da profitiert ihr, vermute ich mal, von eurer langjährigen Erfahrung, ne? Genau. Verantwortung und nachhaltiges Handeln haben bei uns ja schon eine lange Tradition. Das Kerngeschäft von Lebensversicherungen sind schließlich Langfristigkeit und Zukunftssicherheit. Wir denken voraus und übernehmen auch Verantwortung. Das ist unser Geschäftsmodell seit über 100 Jahren, egal ob ihr für eure eigene Rente vorsorgt oder schon für eure Kinder. Und für uns gehört auch dazu, dass ihr morgen finanziell abgesichert seid, aber auch in einer intakten Umwelt und einer humanen Gesellschaft leben könnt. Also gemeinsam vorsorgen für ein lebenswertes Morgen. Ein schönes Schlusswort, Corinna. Vielen Dank für deine Einblicke. Ja, und die wichtigsten Punkte, die haben wir zum Schnellmerken und vor allem auch zum Weitererzählen jetzt nochmal für euch zusammengefasst. Fakt 1. Das Ziel. Die Allianz will bis 2050 klimaneutral sein und hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen ihres Anlageportfolios schrittweise bis 2050 auf netto null zu reduzieren. Fakt 2. Die ESG-Strategie. Die ESG-Strategie der Allianz verbindet langfristige ökonomische Wertschöpfung mit einem Konzept für soziale Verantwortung, ökologische Selbstverpflichtung und gute Unternehmensführung. Fakt 3. Die Kapitalanlagen. Ökologische und soziale Faktoren werden in den Kapitalanlagen berücksichtigt. Die Allianz investiert in Unternehmen, die den CO2-Ausstoß senken und in Projekte, die Nachhaltigkeit fördern. So,
Und das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und da erfahrt ihr, warum eine Rechtsschutzversicherung gerade in Zeiten mit teilweise hoher Inflation und geringem Wirtschaftswachstum besonders wichtig für jeden ist. Hört unbedingt rein, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.